I detect a memory board within the dust. Begin your search. Hammers? Hammers. Und damit herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Survive. Alles erhalten. Gut, haben wir wieder ein bisschen Zeug bekommen. Sehr gut. Ja. Haben wir eigentlich Fähigkeiten, die wir schon wieder upgraden können? Level 3 sind wir mittlerweile. Datenbank. Herstellung von Waffen. Was können wir dann herstellen? Nee, was haben wir denn sonst noch an Kleidung? Handschuhe. Andere Herstellungsgegenstände. Die Fahnen müssen wir auf jeden Fall herstellen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Wo können wir die denn herstellen? Und die Köder. Wuff, wuff. Oh Gott. Archiv? Was haben wir im Archiv? Ach, das waren bloß die Aufzeichnungen. Okay. Ja. Ich habe jetzt mal sogar nachgeguckt und weiß jetzt sogar, wie das mit dem Kochen funktioniert. Und zwar müssen wir da Rang 7 erreichen. Ist ein bisschen doof, muss ich sagen, aber wenn uns da nichts anderes übrig bleibt, dann müssen wir das halt ein bisschen machen. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal ein paar von diesen Flaggensignal, ich würde ja Signalflaggen machen, aber ich würde auch sagen, 9 Stück, ich hoffe, die reichen mal aus. Ja, ich hoffe. Essen und Trinken, haben wir dann noch was auf Tasche? Trinken hätten wir noch da. Durst haben wir. Und Essen, Hunger haben wir auch. Scheiße. Okay. Herstellung. Was können wir denn herstellen? Nichts. Gut, halt. Ich wollte dann nochmal rein. Inventar verwalten. Ration. Können wir denn Ration? Okay, nehmen wir 2 aus dem Lager, nehmen wir raus. Dann haben wir 2 dabei. So, dann holen wir uns noch mal kurz was zu trinken. Auch wenn es nur Dreckwasser ist. Ah, Tiere kommen auch immer wieder. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. So, es tut mir sehr leid. Es tut mir sowas von leid, aber wir müssen ja überleben. Und müssen natürlich dann auch leider. Oh Gott, es tut mir so leid. Lol. Was ist denn das Weiße? War da nicht noch ein weißes Tier? Weißes Schaf? Hallo, bleib hier. Es tut mir so leid. Okay. Ja, wir sind doch gerade dabei. Ja, wir füllen jetzt erstmal alles auf. So. Ich hoffe, dass das Wasser nie weggeht. Das wäre nämlich voll ätzend. Okay. Nur grillen wir kurz das Fleisch. Ja. Ich weiß. So. Dann grillen wir kurz das Fleisch. Eating raw meat is dangerous. Ich wollte es ja nicht essen. Doing so will make you sick. So be sure to cook it properly. Ja, hab ich doch. So, jetzt werden wir uns kurz eine Ration reinpfeffern, weil die gibt, boah, die gibt gut. Alter, die gibt richtig gut. Und dann was zu trinken. Den Flachmann. Und leider auch noch. Ja, ich weiß, dass es eklig ist, mit Sicherheit. So, jetzt werden wir uns noch kurz die Waffe reparieren. Unseren Speer.
Ja, das wollen wir jetzt nicht. Wir müssen nämlich den kurz reparieren. Ist das alles angehittet? Aha. Alles, was angehittet ist, müssen wir kurz reparieren. So, dann haben wir das. Dann können wir jetzt auf Wanderschaft gehen. Oh, bin mal gespannt. Versuchen wir das einfach nochmal. Die Sonne scheint gerade erst aufgegangen zu sein, hoffe ich doch. Wachsen die Kräuter eigentlich auch neu nach oder müssen wir da gucken, dass wir die irgendwie auch neu immer holen? Auf jeden Fall haben wir da hinten ja dann auch nochmal Schafe gehabt. Das wäre ja dann super. Die Viecher müssten hoffentlich tot. Oh fuck. Geil. Da sehe ich dann irgendwann Probleme. Supi. Okay. So. Wir müssten rein theoretisch hier lang. So, jetzt müssen wir mal so eine Fahne aufstellen. Wie weit sehen wir die Fahnen? Oh, geil, die sehen wir ja überhaupt nicht. Vor allem verschwinden die Scheißdinger ja auch mit der Zeit, oder? Hallo. Oh, tschüss. Lol, was für ein Idiot. So, das mit den Fahnen, das wird mal sowas von abkacken. So, der Typ ist nicht tot. Hallo. Kommt der? Noch einer irgendwo, oder? Oi, oi, oi. Da ist noch eine Kiste. Den schnappen wir uns jetzt. Stechen wir seinen Freund kurz ab. So. Warum auch immer. Ich war das nicht. Depp. So. Blei und Schießpulver. Geil. Jetzt geht's dann mal ab mit Munition. Die liegen hier überall rum, das ist auch richtig ätzend. Kommst du her? Schnauze.
wir da was mitnehmen? Ne, können wir nicht. Hier liegen sie einfach nur rum. Das faule Pack. Geil. Geil. Du bist der Beste. Lol. Alles klar. Ich bin bewusst, dass der Speer mittlerweile stärker geworden ist. So. Idiot. So, da können wir wieder hacken. Ich hoffe, wir finden noch wieder zurück. Wie war das mit dem Hebel? Genau. So. Wir nehmen alles erstmal mit und daheim prüfen wir dann, was es ist. Haben wir hier noch was zu mitnehmen? Nee. Das war nur das da. So, ihr seid alle tot. Die Blume nehmen wir noch mit. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir da kurz rein. Looten das Zeug kurz. Da ist nochmal so eine Kiste. Cool. Geil, Verbandszeug. Was ist denn? Ja, erstmal hackt man das Ding. Und ich glaube, das reicht noch bis heim. So, dann hacken wir noch dieses andere Ding kurz. Ich hoffe, das reicht noch. Data acquired from memory board. I will analyze it. Return to base camp. Geil. Alles mitnehmen. Alles. Molotov Cocktail. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Berg da wieder hochkommen. Scheiße. Kommen wir da nicht so hoch? Oh nein, wir müssen... Oh, geil. Dann schnappen wir uns doch den. Hä? Sehr nice. Ist mir egal, jetzt komm. So, hier leuchtet es grün, das heißt, von da müssen wir irgendwo gekommen sein. Wir haben es geschafft. Oder? Ja, wir sind raus. Zwar nicht da, wo wir rein sind, aber wir sind raus. Gott sei Dank. Ah, das kann richtig ätzend werden, wenn wir uns da verlaufen. Gott sei Dank haben wir diese grünen Dinge, die wir ab und zu dann hoffentlich auch mal sehen. Stell dir mal vor, da macht jemand den Strom weg. Oh, haben wir den Strom ausgeschalten, nachdem wir vielleicht den Dinger da abgekapselt haben? Nee, eigentlich nicht. Auf jeden Fall müssen wir unseren Sauerstoff auftanken. Nahrung und Wasser geht noch. Ja, aber wir haben
Hauptmission erfüllt, sozusagen. Wir haben ja unser Zeug. Ich würde gern, warte mal, Pflanzenfresser, Fleischfresser. Wir könnten nämlich hier... Hier machen wir auch noch... Halt. Stempel. Halt, nein. Ach. Wir machen hier... Machen wir das hin. Und dann machen wir das Stempel für Wasser noch hier hin. Dann haben wir nämlich beides. Und eigentlich wollte ich keinen Marker setzen. Ich weiß nämlich, wo unsere Base ist. So. Dann rushen wir jetzt kurz zurück. Jetzt wird es auch wieder dunkel. Das Gute ist, dass hier tatsächlich, weil hier ist auch die Nebelwand und auch ein grüner Dinger. Vielleicht können wir die Dinger irgendwie ausbauen. Das wäre natürlich cool. Also die Funktürme. Kupfer, Blei, Zahnräder. Wir haben gut was bekommen. So. Captain, there is one item to report regarding the latest recovery. Hang on a minute, you mind? There's something I've been thinking about. The body of that Charon Corps member. The one you got the damaged air tank from. He'd been shot. Needless to say, we haven't seen any wanderers with guns. Meaning, he had to have been killed by a person. Right? What's that all? Oh, that is unclear. All we can say is that if people are killing each other here, that is an illogical thing to do. My point is, these incidents don't make sense. If my theory is correct, forget it. Sorry for butting in. Continue with what you were gonna say. Getting back to the report, Captain. The data you recovered revealed the location of a wormhole transporter. Wormhole transporters are devices utilizing wormhole technology, which enable instant transportation between two distant points. Two points. So, we can use this thing to get home? Unfortunately, the wormhole we can generate with this device is structurally different from the one needed to return home. Therefore, it can only be used for transporting matter within this world. Nevertheless, this device should allow us to explore a much greater area than before, while maintaining base camp as our base of operations. Currently, all devices are offline. To use them, you'll need to access them directly and restart their systems. Despite the potential danger, we should bring these devices back online in order to increase our area of operations. Hm. Bergungsmission Koop sind jetzt freigeschalten. Cool. Okay, ab jetzt können wir sogar Koop spielen. Wormhole transporters allow you to travel a great distance in the blink of an eye. To facilitate future exploration, I suggest you reactivate this one. I took the liberty of marking its predicted location on the map. Open your iDroid to see where this is. Dann open wir mal unser iDroid. Wir haben hier jede Menge Zeug wieder. Gut. Open wir das iDroid. Und hier haben wir zwei neue Punkte.